Entschuldigung. Oh, Meinung scheint los. So, jetzt. Dann können wir die aber entfernen. Modifizieren. Können wir jetzt oder was? Kurzer Lauf? Nee, brauchen Schrauben, haben wir nicht. Verlassen, ja. So, jetzt macht die 72 Damage. Es ist böse viel. So, was geht hier? Erster Tag im Yachthafen. Vor 10 Tagen sind die Bomben gefallen und die Welt ist verrückt geworden. Malcolm und ich könnten es vielleicht schaffen. Die Boote sind noch in gutem Zustand. Wenn wir eins davon in Bewegung setzen können, können wir dem Chaos des Krieges entkommen. Ich bin froh, dass Malcolm da ist. Die Familie muss zusammenhalten, selbst wenn er ein nerviger Gammler ist, der beim Kaffeetrinken schlürft. 22.11.2077, also 20 Tage später. 20. Tag in Reap. Wenn dieser verdammte Idiot glaubt, nur sagen zu können, wie die Dinge laufen, wird er sich noch wundern. Er braucht mich und das heißt, was ich sage gilt. Wir fliehen nach Süden. Ohne meine Hilfe und Teile kann der Esel das andere Boot niemals reparieren. Und wofür? Um ausgerechnet nach Norden zu fahren. Wäre er nicht mein eigenes Fleisch und Blut, würde ich mit einem Schraubenschlüssel auf seine kaffeeschlürfende Quadernfresse einprügeln. Ich glaube, er macht das absichtlich. Oh Mann, 12.12.2077, also nochmal 20 Tage später. Er hat zum letzten Mal beim Kaffeetrinken geschlürft. Er muss sterben. Er ist die einzige logische Entscheidung und es gibt niemanden außer ihm, der die Schuld daran trägt. Alles, was ich brauche. Hey, alles okay, bitte. Was ich brauche, sind die Teile von seinem Boot. Dann kann ich aus dieser verstrahlten Hölle fliehen. Ich habe mir die Sicherheitsprotokolle der Roboter angesehen und ich glaube, ihm steht eine kleine Geburtstagsüberraschung bevor. Oha. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Oha. Oha! Ihr habt ihn umgebracht, ihr Schweine. Oh, da ist noch. Ach, hab ich schon. Okay. Pass mal auf. Ja, jetzt geh doch mal weg, Spacko. Ist der Handy? Danke. Krass, hat seinen Sohn umgelegt. Was für ein Arsch. Kommt sie irgendwie vor, als hätte ich es auch schon mal gehabt hier. Ein Geheimnis entdeckt? Ja, was für eins? Ah, so viel zum Thema Kaffee. Da war mal ein Bett. Oh, Kochstation, perfekt. Braten. Red-Kakerlake. Maillockfleisch. Leguan am Stiel. Maulwurfsappen. Ribeye Steak. Todeskrallen. Gut, was gibt's? Getränke, Suppen. Nix. Getränke? Dreckiges Ödländerwasser. Nö, brauche ich jetzt nicht. Leuchtpilze? Ah ja, süß. Ja. Dich kann man einfach nicht aussperren. Nee, mich nicht. So, lass mal gucken. Achso, ich dachte, was will der? Held. Cool. Lol. 2.11.2077. Malcolm. Wir sind heute im Yachthafen angekommen und draußen ist die Hölle los. Wir müssen eines dieser verdammten Boote reparieren. Was? Warte mal. Ah,
Okay, das kennen wir schon. 27.11. Tag 25. Nachdem ich diesem Blödmann die Meinung gegeigt habe, redet er nicht mehr mit mir. Wir müssen nach Norden fahren. Dieser Feigling hat stattdessen überall kleine Notizen hinterlassen. Na warte, die, das kann ich auch. 17.12.77. Tag 45. Tja, morgen ist unser Geburtstag. Eugene will das Kriegsbeil begraben und vielleicht begrabe ich es ja in seinem Rücken. Ich kenne einen kleinen Trick mit dem Sicherheitsprotokoll der Roboter. Das dürfte ein nettes Geburtstagsgeschenk für diesen Miskel werden. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Och, Kines. Jetzt habt ihr doch einen, seid ihr beide tot. Vollidioten. Ups. Eugene, das hier gehört alles mir. Wenn du irgendwas anderes bist, bist du ein toter Mann. Merke. Achso, Pausennotiz. Dings müssen wir erstmal dann lesen. Inventar, diverses. Pausennotiz 1. Malcolm, würdest du bitte aufhören, deinen Kaffee zu schlürfen? Ich kann dich buchstäblich auf der anderen Seite des Hangars hören. Wüsste ich es nicht besser, würde ich glauben, du machst das mit Absicht. Eugene. Oh, eine Zeitschrift. Tesla-Forschung. Ja, also. Ich bin auf Dauer 50% mehr Crit-Damage. Ja, sehr schön. Geburtstags-Süßkuchen. Lol. Macht er irgendwie, den kann man essen. Ist ja kein Gewicht wert. TP 20. Badezimmer-Notiz 1. Oh Mann. Malcolm, wenn die Latrine voll ist, musst du sie leeren. Eugene. Lieber Eugene, friss Scheiße. Mit freundlichen Grüßen, Malcolm. Oh Mann. Sieht doch gut aus. Na gut, ein paar hundert Jahre später könnte schon natürlich erstmal gammelt sein. Die sieht auch leer aus. Gibt es sonst noch solche verrückten Dinger? Na, hier habe ich jetzt gerade nichts gesehen mehr. Da waren nur ein paar Tassen rumgestanden. Nee. Scheint nicht so. Da oben ist auch nichts. Hä, Buffet? Achso, Piper. Ich dachte jetzt, hä, what? Hier waren wir ja gerade. Ja, das ist nicht alles gelootet. Da war nichts mehr, da war Mr. Handy. Ja, passt. Gut, dann können wir hier weiter. Dann können wir hier weg, haben wir es gesehen. Waffenfabrik aber noch kurz. Rechtmäßige Herrschaft. Kondensator, da kann man nichts machen. Verlängerter Lauf. Verbesserter Lauf kann man herstellen. Was macht er? Plus Reichweite geht aber runter. Das geht die viel runter. Boah, ich böse. Wie viel Damage macht die mehr? Ah, das lohnt sich ja wieder eine 4. Vollständiger Kolben. Verbessertes Visier. Das lassen wir. Strahlenbündler. Dafür geht nur der Wert hoch. So scheiße. Was sonst noch eine Waffe, die wir tunen können? Kampfgreifen und Schrauben. 50er Verschluss. Boah, das Maximum, was schon geht, ne? Shit. Alles andere macht Minus. Lol. Verlängerter Leichtlauf. Vollständiger Kolben. Mittleres Magazin. Nachtsichtzielfernrohr. Ist auch schon recht hoch. Mündungsbremse. Kompensator. Bajonett. Präzision geht runter. Schalldämpfer halt noch toll, da hat leider die Reichweite drunter um ein paar Meter. Sonst haben wir. Ja, doch, die kommen noch gucken. Verbesserter Lauf. Nee, bringt nichts. Komfortgriff. So, Schnelllademagazin. Ja, uns fehlen eigentlich Schrauben, ne? Das ist stellenweise echt böse. Schalldämpfer ist schon drauf. Gut. Dönermesser.
Sessi Flammendüsen. Lol. Ja, verlassen. So, kurz speichern. Wo gehen wir hin? Gelehrten Ferris. Holomarke. Holoband. Wiedergabe. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Oh, alles, was zählt. Okay, das ist böse. Suche nach anderen Notfallsignalen. Ah, echt jetzt? Ah, die Tasse. Okay. Also sonst war jetzt hier nichts, ne? Gut, sprich mir den Siedlern bei County. Okay, da kann man hingehen. Da lang. Planke. Stimmt, das ist Brahmin. Was hat denn das dabei gehabt? Brahminfleisch, Brahminleder. NYP Cat, wer sind Sie? Hallo. Ignor Larry. Du siehst aus wie jemand, der gerne handeln möchte. Vielleicht. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Wenn die Leute was wollen, kriegen sie es beim lächelnden Larry. Das ganze Commonwealth kennt mich. Also, wie wäre es mit ein bisschen Handeln? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Der lächelnde Larry hat immer Sachen, die du brauchst. Äh, 45er Patronen auf jeden Fall. 10 mm nehmen wir mal mit. Warte mal, Waffen gehen wir mal durch. So eine geile Nahkampfwaffe wird noch toll, ne? War nice to have. Waffen, Schrott, Munition. Ah, so viel hat er gar nicht. Da haben sie viel Kohle. Meine Waffen, meine Kleidung. Gelber Pilotenhelm. Das kann weg. Das. Sackkapuze, Sturmmaske, Supermutanten. Ja, gut, hat nur 3 mehr, das ja. Ja. Weg. Bleiverkleidete Polymer. Das habe ich nicht an, echt? Krass. Aber warte mal, mehr geht gerade eh nicht. Egal, nimm. Ja, ist okay. Warum mach ich so ein gutes Zeug nicht an? Was ist denn da los? Bleiverkleidet plus Alter. Bringt nichts, bringt nichts. Gut, da haben wir das ausgerüstet. Krass. Ich habe mal, liegt noch ein Stück Supermutantengehirn rum. Was ist hier los? War was? Wer? Ganz ruhig, Piper. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Chat aufhören. Muss mit dem Chat aufhören. Oh, wo sind die? Auf der anderen Seite wahrscheinlich.
Oh, Sekunde, gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Vor allem, wo die zwei Crack-Tandes was sind. Was hast du vor? Irgendwas draus baue vielleicht später. Deswegen nehme ich den ganzen Scheiß da mit. Psycho. Geil, ich hab Drogen dabei. Kann ich das mitnehmen? Eine Vase, nice. Irgendwo wird der Scheiß doch wohl sein. Den zwei. Ah, oh, der arme Teddy ist eingequetscht. Tut mir so leid. Was sind die zwei Crack-Tanten, Mann? Das gibt's doch nicht. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich rennen und dann hüpfen. Hä, bist du eigentlich doof? So, erstmal einen kleinen Kickstarter machen. Ach. Echt jetzt, wie ich schon sage, du kommst nicht hoch oder was? Ach, wenn sie blöd zum Hüpfen ist, ja gut von mir, also kommst du eben nicht hoch. Jetzt muss man trotzdem mal in die zwei Crack-Tanten. Da war ich ja, ne? Da habe ich ja gelootet. Hä? Sag mal, was sind die zwei? Alter, deswegen lässt ein Bums, ne? Übel. Jo, Jim, was geht? Und der nächste Nachruf. Das eine. Oh Mann, wie blind bin ich denn? War das alles? Sie. Wo sind sie hin? Nö. Du? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ist irgendwo im High Ground. Die Tante. Was hatten die Feines? Vier war's. Hey, boah, Digga. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Jo, was ist jetzt los? Was denn hier schon? Oh, warum hängt denn der schon wieder? Jo, warum läuft denn der Ram jetzt voll? Spiel hast du jetzt? Was war das? Da bist du ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Du hast so einen Fehler gemacht. Au! Jetzt tust du dafür. Bisschen behindert. Munition habe ich auch noch von einer Knarre. Ah, nicht mehr so viel. Muss auf jeden Fall nachkaufen. So.
Drecksau. So, jetzt aber. Ich will mir ein paar andere seine Sachen nach. Hey, lol, dann hat's ja durchgeklitscht. Oh, das geht bald. Kein Tag älter als 199 aus. Beach Station. Ah ja. Da ist nichts drin, da fällt nämlich sogar die Tür schon. So, wir looten natürlich gleich alles noch durch. Mal schauen, was hier noch alles abgeht. So. Ob wir welche Geheimnisse hier finden könnten. Wer weiß, welche Zeitschriften die wertvoll sind. Nee, da geht nichts an den Flipperautomaten. Schade. Hätte ich mir gewünscht. Nichts drin. Ich glaube, es war mal ein Hotel hier. Leguan am Stiel. Lecker. Aber irgendwie gerade das Spiel total im RAM vollgelaufen. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht, weil ich rausgetappt bin. Guck mal einer Bingo. An. Du hast auch oft ein Glück durch Alkohol, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Lol. Das Schloss sieht stabil Meister, aus. Super. Wie ich sowas hasse, Mann. Ich muss irgendwann wieder zurückkommen. Wo soll ich denn wissen, wo der ganze Scheiß hier ist? Digga, müssen wir Notiz machen des Dorns. Brat mir erstmal was. Da war doch was. Ribeye Steak. Suppe. Kann man nichts machen. Gut. Sieben, weil auf sechs war. Das andere Zeug. So, Stimpack, Kampfgewehr, Schlagring. Blei verkleidet, so. Beach Station, da kommst du sogar rein? Cool. Machen wir gleich mal. Scheiß Dinger. Buff out. So, Licht brauchen wir jetzt keinen mehr. Wisst ihr was? Da gehen wir gerade mal rein. Mal ein bisschen aufräumen. Ich weiß nicht, weil ich zu Dings hin, zur Farm, aber hey, wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann können wir da auch gleich mal was machen. Renn eben der RAM so Richtung 19 Gigabyte voll, glaube ich. So, what the fuck? What's going on in this town? Ah ja, meine Uhr stimmt nicht ganz, die eine auf dem Schreibtisch steht. Okay, hier brauchen wir jetzt wieder Licht. So, können wir wieder so machen. Oh, kann ich was mitnehmen? Sehr schön. Knochenreste. Was ist das? Oberschenkel, was das war. Hi. Entdeckt. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Was war das? Alles gut. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Sicher nicht. Problem ist, Motten sehen Licht an. Ja, schließlich zieht die Motten an. Sagen wir mal so. So, da ist nichts mehr. Pippersnipper, du musst noch rauslassen. Da kann man nichts mitnehmen. Das noch. Was ist da los? Ah, Passwort gesperrt. Text. Eintreffer. Tried. Eintreffer. Try und Text Eintreffer. Try trips this. Null Treffer. Fries.
Okay. Terminal ist gesperrt nach. Sag mal, was klopft denn da wieder so die Tür mit dem Hammer rum? Terminal wurde gesperrt. Nicht das eigene Gewissen quälen. So, und jetzt. Like. Das wär's. Lol. Protektorsteuerung. Persönlichkeitsmodus wählen. Rechtsvollzug. So, Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Okay, das lieb. Perfekt. Hi. Hey, da draußen ist was. Lage normal. Recht. Schnellziehbare Maschinenpistole kostet 25% weniger Aktionspunkte. Okay. Waffen. Macht nur 10 Damage. Wiederhergestellt. Müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht upgraden können. Ich werde verrückt, wie schwer es. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ich seh dich! Alter! Die ist tot, okay. Das war's dann wohl. Ei, ei, ei. Was ging da gerade ab? Ah, ausschließen, okay. Geschafft. Du, kann man es nicht kaputt machen? Nö, schade. Hätte mich jetzt gefreut. Da ist nix. Entsperren Einsteiger. Echt jetzt? Kurz vorm Ziel. Das wär's. Was hast denn du gemacht? Vorkriegsgeld. Nice. Ein bisschen rich. Kind, pass doch mal auf. Wir sind hier nicht ganz alleine. Erstmal das erste Stockwerk hier klären. NYP-Katze. Oh, ich will gerade schießen. Ups. Ah. Lol. War eine Falle dran. Cool. Ach, da war auch eine Falle dran. Ach so. Ja, hier wurden definitiv wer. Ah, der Teddy wartet hier. Süß. Sollen wir den entspannen, Einsteiger? Hate? Null Treffer. Pale? Auch Null Treffer. Muss es ganz anderes sein. Pale Edge. Gaves. Love. Eight, das ist was ein Treffer. Das ist auch nicht. Nice. Na also. Protektorsteuerung, Einheitenmodus wählen, Rechtsvollzug. Aktivierung Protektron zu Diensten. Okay, das ist lieb. Gut. Ja, so, wir haben Level Up. Nicht automatische Gewehre. Handfeuerwaffen wären schön. Zählt eigentlich als Pistole, meines Wissens nach. Du findest sogar noch mehr Munition im Behälter. Ah, das wäre jetzt mal echt nice. Schwachstellen des Gegners.
Sprengstoff, was war das? Tierfreunde, nee. Wiederverwerter, sparende Level. Das habe ich gar nicht gelernt. Ach, das habe ich noch gar nicht. Deswegen, ja, natürlich. Dann gehen wir natürlich zur Schrauben zurück.